Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie über die Ausbildungsangebote der International Implant Foundation informieren, die Sie fast rund um die Welt in Anspruch nehmen können. Zunächst möchte ich die Frage erläutern oder zur Fragestellung nehmen, warum überhaupt eine so umfangreiche Ausbildung notwendig ist und welche Vorteile die kortikale Implantologie für Sie als Behandler bzw. für Ihre Patienten bietet. Zunächst ist es ja so, dass wir alle eine universitäre Ausbildung erhalten haben. Wir waren also 5 oder 6 Jahre an einer Universität und haben alle die zahnärztlichen Fachdisziplinen, die Parodontologie, die Endodontologie, die konservierende Zahnheilkunde und so weiter gelernt. Und die Universität hat uns dann mit diesem Wissen ins Leben geschickt. Nun stellte sich aber heraus, und das werden diejenigen von Ihnen sicher bestätigen können, die schon sehr lange im Beruf sind, so wie ich, bin ja schon über 30 Jahre Zahnarzt, dass wir mit dem, was wir an der Universität gelernt haben, es nicht schaffen werden, allen Menschen zu festen Zähnen bis zum Ende ihres Lebens zu verhelfen. Das ist einfach nicht möglich. Aus diesem Grund wurde die Implantologie schon vor vielen Jahren in die Profession eingeführt. Ich möchte daran erinnern, dass Herr Professor Linko 1956, und zwar 6 Wochen, nachdem er sein Staatsexamen bestanden hatte, das erste Implantat in seiner Praxis gesetzt hat, eben ein subperiostales Implantat. Und diese Implantate haben ja eine sehr hohe Lebenserwartung. Er konnte dann im Laufe seines Lebens viel mehr Implantate einsetzen, viele Typen erforschen und probieren. Und er hat dadurch die Grundlagen für die moderne Implantologie geschaffen. In der Zeit, als Herr Professor Linko arbeitete, gab es ja noch keine großen Hersteller. Also es gab keine Firma Straumann und keine Firma Nobel Biocare und so weiter. All diese großen Firmen waren nicht da. Es gab auch nur sehr beschränkte Herstellungsmethoden für Zahnimplantate. Und deswegen wurde bis in die 90er Jahre hinein wurden Implantate eben poliert oder maschiniert verwendet. Das heißt, es gab keine besonderen Oberflächen. Und natürlich gab es damals auch keine Periimplantitis. Die wurde erst dann später sozusagen hinzu erfunden. Die Implantologie wurde also über weite Strecken durch erfahrene Praktiker geprägt. Und später haben dann große Firmen da das Geschäft gewittert und sie haben das Geschäft übernommen. Leider hat sich dann die Implantologie in eine sehr, ich möchte sagen, komische Richtung entwickelt. Es wurden also diese zweiphasigen Implantate mit rauer Oberfläche angeboten und favorisiert. Auch die Universitäten haben das gemacht oder tun das bis heute. Aber wie man sieht, bringt diese Behandlung ja sehr große Nachteile mit sich. Ich möchte jetzt darauf nicht eingehen. Da gibt es ja separate Lektionen zu diesen Problemen, die mit diesen herkömmlichen Implantaten existieren. Es wurde dann die kortikobasale Implantologie entwickelt, ungefähr vor 20, 25 Jahren fand diese Entwicklung statt oder hat diese Entwicklung begonnen. Und in dieser Implantologie können wir natürlich ganz anders behandeln als in der herkömmlichen Implantologie. Zum Beispiel machen wir gar keinen Knochenaufbau. Das kommt überhaupt nicht vor. Wir machen also auch keinen Sinuslift. Wir transplantieren nicht Knochen von der Hüfte irgendwo hin, sondern wir verwenden einfach immer den ortsständigen Knochen. Und dieser ortsständige Knochen, also der Knochen an der Stelle, wo er gewachsen ist, ist ja bekanntlich der beste Knochen, der Knochen, der ja, ein langes Leben alles überstanden hat und dann trotzdem noch ja, lebendig an seiner originalen Position vorliegt. Und dieser Knochen kann sehr, sehr gut und kann am besten verwendet werden, eben in der Implantologie. Und das ist der Schwerpunkt oder das ist die Art der Behandlung in der kortikalen Implantologie. Es ergibt sich dann aus der Tatsache, dass wir die Implantate sofort belasten, die Notwendigkeit, auch die Prothetik komplett anders anzufertigen, als das in der traditionellen Implantologie gemacht wird und auch komplett anders, als das in der traditionellen Zahnmedizin gemacht wird. Also unsere Arbeitsweise in der Prothetik unterscheidet sich stark von dem, was ja, auch an den Universitäten gelehrt wird und was eben Zahnärzte allgemein als richtig erachten. Wobei im Grunde genommen richten wir uns mehr oder weniger nach den Regeln der Totalprothetik, also der herausnehmbaren Prothesen. Das liegt eben daran, dass die Kollegen, die herausnehmbare Prothesen machen,
also schleimhautgetragene, herausnehmbare Prothesen, dass da jeder Halt fehlt im Prinzip. Ja. Also die meisten Patienten finden ja keinen Prothesenhalt und aus diesem Grund müssen eben Totalprothesen ganz besonders konstruiert werden, damit sie sich nicht verschieben während der Kauffunktion. In der Sofortbelastungsimplantologie haben wir ein sehr vergleichbares Problem. Wir müssen vor allem in der Zeit, bis die Implantate eingeheilt sind, also in den ersten, sagen wir mal, 6 bis 12 oder 18 Monate, darauf achten, dass sich da nichts tut, dass die Brücke nicht verschoben wird durch die Kaukräfte oder durch Bruxismus in der Nacht oder wann auch immer. Aus diesem Grund sind wir darauf angewiesen, ganz besondere Regeln in der Prothetik anzuwenden. All dies bedingt Ausbildung. Also das kann man nicht irgendwie mal am Wochenende lernen, sondern es ist notwendig, Ausbildung durchzuführen. Und es gibt mehrere strukturierte Ausbildungswege für die kortikobasale Implantologie und die möchte ich Ihnen hier aufzeigen. Zuerst natürlich Kurse. Die Kurse sind dazu da, um mal zu sehen, was überhaupt möglich ist, was gemacht werden kann. Die Vorgehensweise wird veranschaulicht. Üblicherweise finden hier auf den Kursen auch operative Eingriffe statt. Also die Patienten werden mit Implantaten versorgt nach der Entfernung der Zähne. Und üblicherweise, also auf den meisten Kursen, die es rund um die Welt gibt, sind dann innerhalb von diesen 48 Stunden die Patienten oder ein Patient komplett behandelt, sodass der Kursteilnehmer sieht, was überhaupt möglich ist. Auf Kursen kann im Grunde keine vollständige Ausbildung basieren, denn die Ausbildung ist sehr, sehr umfangreich. Und die Kollegen kommen hier dann auch nicht zu allen Kursen, sondern wenn jemand wirklich komplett ausgebildet werden will, dann bietet die EF das Curriculum an. Das Curriculum ist umfangreich, es ist komplett strukturiert. Es ist eine vollständige theoretische und praktische Ausbildung, inklusive der späteren Autorisation und des Supervisings. Wenn ich sage praktische Ausbildung, dann ist natürlich gemeint, dass die Kollegen bei sich zu Hause operieren und dass dort an ein Supervising durch einen IF-Teacher stattfindet. Diejenigen, die Wert darauf legen, ein Universitätsdiplom in das Wartezimmer hängen zu können, haben die Möglichkeit, auch im Bereich der Kortikalimplantologie das Universitätsdiplom zu erwerben. Die IF arbeitet mit verschiedenen Universitäten zusammen und bietet diese Ausbildung im internationalen Rahmen und auf Universitätsniveau an. Einer der Vorteile, die damit verbunden ist, ist, dass die Teilnehmer an den Universitäten üblicherweise selber praktisch an Patienten arbeiten können, also eben Implantationen vornehmen, prothetische Arbeiten und so weiter. Es gibt natürlich dann ein Supervising auch dort und am Ende steht dann das Diplom und natürlich auch die Autorisation zur Verwendung dieser Produkte. Diejenigen Kollegen, die sich wirklich intensiv mit dem Thema befassen, sehr viel behandeln und auch sehr viel eigene Erfahrung haben, die können eben nach mehrjähriger Anwendungserfahrung das IF Masterclass Immediate Loading Zertifikat erwerben oder bekommen. Das beinhaltet eine sehr umfangreiche theoretische Prüfung und es müssen auch sehr viele Fälle gezeigt werden, eigene Behandlungsfälle, auch Fehlerfälle, Fehlerbehebungsfälle. Und natürlich dauert es einige Jahre, bis ein Anwender dieser Methode überhaupt diese Fälle beisammen hat. Und insofern gehen wir davon aus, dass man mindestens 3 Jahre vollautorisiert arbeiten muss, um die Anforderungen an die IF Masterclass Immediate Loading zu erfüllen. Danach geht es weiter. Also natürlich viele Kollegen sind nach der IF Masterclass oder nach dem Universitätsdiplom nicht mehr so interessiert, sich da so damit zu befassen. Sie wollen einfach behandeln. Das ist ja auch die Hauptaufgabe im Prinzip von Zahnärzten oder von Implantologen. Aber nicht wenige treffen wir dann wieder und sie wollen eben IF-Teacher werden. Sie wollen eben andere Zahnärzte ausbilden oder Implantologen ausbilden. Und um das tun zu können, ist es notwendig, entweder eben das Universitätsdiplom zu haben oder IF Masterclass Immediate Loading bestanden zu haben. Dann können wir die Kollegen weiter ausbilden zu IF-Teachern. Die IF-Teacher leisten Arbeit, wie sie eben Professoren an den Universitäten erbringen.
Ich hatte schon erwähnt, dass die Autorisation notwendig ist. Es ist also klar, dass diese Produkte, die in der kortikobasalen Implantologie verwendet werden, natürlich nicht sozusagen an jedermann verkauft werden können, ohne Ausbildung. Denn wir haben gesehen, dass vor allem diese Zwei-Phasen-Implantologen, wenn sie keine spezielle Ausbildung für die kortikobasale Implantologie haben, dann gehen die davon aus, man könne die Implantate so anwenden wie die Implantate, die sie sonst immer nehmen. Und da gibt es natürlich dann schon große Probleme. Und dieses Autorisationserfordernis, welches da aufgestellt wurde, welches auch Bestandteil der Zulassung in den verschiedenen Ländern ist, Bestandteil des CE-Zeichens, dieses Autorisationserfordernis schützt die Patienten vor Eingriffen eben durch nicht autorisierte Anwender, die häufig im Desaster enden. Also das sehe ich immer wieder und ich sehe das schon 20 Jahre. Es gibt leider eben Kollegen, die entweder nicht wissen, dass es da irgendwo Grenzen ihrer Fähigkeiten gibt, und es gibt auch Kollegen, die die Grenzen einfach absichtlich überschreiten. Anders kann ich das gar nicht bezeichnen. Und insofern sind natürlich die Patienten da in einer gewissen Gefahr, und durch die Autorisation für Anwender können wir die Patienten schützen. Diese Autorisation, in manchen Ländern wird das eben auch die Einweisung genannt, diese Einweisung ist auch Bestandteil der Medizinprodukte-Richtlinie und der Medizinprodukte-Gesetze in den verschiedenen Ländern. Die Ausbildung für die kortikobasale Implantologie ist eben grundsätzlich eine andere. Das ist eine komplett andere Zahnmedizin, wenn Sie so wollen. Und insofern ist es auch notwendig, da ganz neue Regeln zu lernen. Es ist natürlich insoweit ein bisschen schade, dass Zahnärzte zunächst 5, 6 Jahre an der Universität ausgebildet werden. Dann bekommen sie ihr Diplom, sozusagen ihre Lizenz zum Arbeiten. Und anschließend stellen sie fest, dass man ja damit eigentlich gar nicht das machen kann, was heute möglich ist, dass man im Grunde von vorne anfangen muss, nochmal zu lernen, sich also den Beruf nochmal neu zu erarbeiten. Aber mehr und mehr Kollegen verstehen das und machen das, und insofern sehe ich die Zukunft für die kortikobasale Implantologie sehr positiv. Ich denke, es wird bald keine andere Implantologie mehr geben. Natürlich werden durch die EF auch Gutachter ausgebildet, und das ist ja auch in den meisten Ländern so, dass nur Anwender mit sehr viel eigener Erfahrung in dem Behandlungsverfahren als Gutachter in Betracht kommen, und das ist natürlich sozusagen eine Fortführung der Autorisation, ist dann eben die Gutachterautorisation. Die Begutachtungen erfolgen unter Berücksichtigung der anerkannten Regeln für kortikobasale Implantologie. Ich erwähne das hier, weil es natürlich bei der Ausbildung, bei unserer der EF-Ausbildung, gibt es ganz klare Richtlinien. Also beispielsweise die 16 Methoden der Einsetzung eines Implantats in den Ober- und Unterkiefer, die sind sehr genau definiert. Und wenn die Kollegen sich daran halten, dann werden sie gute Ergebnisse damit erzielen. Ich sehe aber auch immer wieder, dass einzelne Anwender aus eigener Erfahrung heraus individuelle Lösungen außerhalb dieser Konsensusrichtlinien erarbeiten und durchführen, und dass das auch klinisch erfolgreich sein kann. Also es ist nicht so, dass die kortikobasale Implantologie eingeschränkt ist auf diese Methoden, wie sie da beschrieben sind. Aber natürlich sind diese Regeln die Grundlagen für die Begutachtung. Das heißt, wer sich da eben sozusagen ein wenig neben der Piste sozusagen im Grünen bewegt, der muss natürlich dann das, was er getan hat, speziell und eigenständig begründen. Es gibt insgesamt 7 Konsensusdokumente, die auch regelmäßig aktualisiert werden. Das Ganze, also diese Entwicklung der Konsensusdokumente, geht zurück auf das Jahr 1999. Das heißt, seit nunmehr 21 Jahren arbeiten wir mit diesen Konsensusdokumenten. Und die Konsensusdokumente sind außerordentlich detailliert heutzutage. Es gibt auch genügend Fachliteratur, entweder publiziert im Journal der International Implant Foundation, das ist eben dieses CMF Implant Direction, oder natürlich in PubMed oder Scopus Journals. Das sind also anerkannte peer-reviewte Journale, und diese Literatur ist dann eben zu berücksichtigen. Ich hatte schon erwähnt, es gibt eben diese 7
Konsensusdokumente. Einmal der Konsensus zu den Behandlungsmodalitäten mit basalen Implantaten im Zusammenhang mit den Kieferhöhlen. Nicht? Da gibt es ja immer wieder Diskussionen, können wir Implantate in der Kieferhöhle verankern, welche, wie lange, wo genau und so weiter. Das ist in diesem Konsensus festgelegt und dieser Konsensus basiert auch auf anerkannten Publikationen, auf prospektiven und auf retrospektiven Studien. Der erste Konsensus zu basalen Implantaten wurde 1999, damals durch den Implantoralclub Deutschland, fertiggestellt und publiziert. Das wurde übrigens in der Schweiz zuerst publiziert, interessanterweise. Aktuell gültig ist die Version 4.2, die im Jahre 2018 erschienen ist. Und im Jahre 2021 ist damit zu rechnen, dass der nächste Konsensus zu den basalen Implantaten sozusagen herauskommt oder publiziert wird. Warum werden Konsensusrichtlinien angepasst? Sie werden deswegen angepasst, weil wir sehen, dass in der Praxis Probleme auftreten und dass Regelungsbedarf ist, dass der Regelungsbedarf sich auch ändert, dass falsche Grundannahmen eben plötzlich auftauchen in der Zahnärzteschaft oder im Bereich der Implantologen. Und da ist es natürlich notwendig, dass Regelungen getroffen werden und publiziert werden. Und diese gelten dann natürlich auch. Der sehr umfangreiche Konsensus zu den Behandlungsmodalitäten mit basalen Implantaten. Ich bin hier zurückgerutscht. Dann musste auch grundsätzlich mal dargelegt werden, wie es überhaupt zur Osseointegration kommt. Die meisten von Ihnen wissen ja wahrscheinlich, dass es die Methode der Osseointegration gibt, nach der die herkömmlichen Implantate funktionieren. Und dann gibt es die Methode der Ossifixation, nach der eben die kortikobasalen Implantate funktionieren. Die Frage, ob es die Osseointegration, so wie sie gelehrt wird, überhaupt gibt, musste auch mal diskutiert werden. Und das ist eben in diesem Konsensusdokument diskutiert. Wir gehen davon aus, dass die meisten Grundannahmen der konventionellen Implantologie eben nicht so zutreffen, wie es gelehrt wird. Und deswegen wurde dieses Konsensusdokument notwendig. Dann gibt es ein Konsensuspapier zur Sofortbelastung von Kieferimplantaten. Das wird ja auch immer wieder diskutiert, vor allem auch von Krankenkassen und von Kostenträgern. Ja, da wird angezweifelt, dass man überhaupt Implantate frühzeitig oder sofort belasten kann. Auch das ist eben in einem Konsensus geregelt. Dann geht es in einem weiteren Konsensus um die Sondierungen an basalen Implantaten. Sie wissen vielleicht, dass an den Kristallimplantaten immer sondiert wird, Taschentiefensondierung und so weiter. Und das ist eben bei basalen und kortikobasalen Implantaten nicht erlaubt. Und warum das nicht funktioniert, warum das nicht gemacht werden sollte, das ist eben in diesem Sondierungskonsensus dargelegt. Der Konsensus zu den 16 anerkannten und klinisch bewährten Methoden und Untermethoden regelt dann oder stellt das Regelwerk für die Chirurgie dar. Ein sehr umfangreicher Konsensus, der auch schon mehrfach erneuert wurde und der heute die Evidenzstärke S3 hat, also er basiert auf systematisch erarbeiteten Studien. Die Indikationen und Behandlungsmodalitäten mit kortikobasalen Implantaten sind dann in dem letzten Konsensus, den ich hier beschreibe, geregelt. Und diese 7 Konsensusdokumente insgesamt bilden sozusagen den Grundstock, der Grundstock des Wissens. Das sind die Regelungen sozusagen. Das ist, wenn Sie so wollen, unsere Bibel. Danach gehen wir vor. Es ist also nicht so, das wird ja auch manchmal gesagt, dass da irgendwo Implantate irgendwo reingeschraubt werden, so ganz komisch, und die können ja gar nicht halten, weil die Oberflächen nicht rau sind und so weiter. Also ich höre da gelegentlich wirklich komische Dinge, auch aus dem Mund von anerkannten Universitätsprofessoren. Es ist schon nicht so, dass wir da sozusagen ins Blaue hinein behandeln, sondern es gibt ganz klare Regelungen und auch Studien dazu. Ich möchte es zusammenfassen. Die kortikobasale Implantologie ersetzt heute weitestgehend die konventionelle dentale Implantologie, die noch nach der Methode der Osseointegration arbeitet. Die Vorteile der kortikalen Implantologie lassen sich in etwa wie folgt zusammenfassen. Natürlich zuerst die Sofortbelastung, das ist ja das, was sich die Patienten auch wünschen. Also die Sofortbelastung ist möglich und ist eigentlich die Standardmethode in der kortikobasalen Implantologie. Der Knochenaufbau wird vermieden, das ist grundsätzlich so.
Ich will damit nicht sagen, dass man nicht den aufgebauten Knochen implantieren kann, also Knochen, der irgendwo anders früher mal aufgebaut wurde, aber für, sozusagen für die Grundbehandlung, ja, wenn ein Patient neu kommt, machen wir natürlich nie Knochenaufbau. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir auch in ästhetisch schwierigen Situationen ein hervorragendes Ergebnis erzielen können. Dies zu erläutern wäre jetzt sehr umfangreich, aber ich kann Ihnen sagen, dass die ästhetischen Ergebnisse der Kortikalimplantologie alles übertreffen, was die herkömmliche Implantologie leisten kann, selbst auf allerhöchstem Niveau, selbst wenn sie auf allerhöchstem Niveau vollbracht wird. Dann natürlich ein Riesenvorteil, die Perimplantitis tritt nicht auf in der kortikobasalen Implantologie. Das hängt damit zusammen, dass die Oberflächen der Implantate poliert sind und dass die Schleimhautdurchtrittsstellen sehr dünn sind. Wir haben ja schon, als wir in den 90er Jahren mit einstückigen Kompressionsschraubenimplantaten gearbeitet haben, diesen Vorteil gesehen. Man kann es in etwa wie folgt zusammenfassen: Je dünner der endosale Teil ist dieser Implantate, also zum Beispiel ein Implantat 3,0 oder 3,2 mm im Durchmesser, das ist also der Halsdurchmesser oben, ja, kombiniert mit der dünnen Schleimhautdurchtrittsstelle, die dann poliert ist, das führt praktisch nie zu Perimplantitis. Und wenn Perimplantitis auftritt, dann ist sie nie so ausgedehnt wie bei diesen großlumigen, also mit großem Durchmesser versehenen herkömmlichen Implantaten. In der kortikobasalen Implantologie kann auf die Patientenselektion fast völlig verzichtet werden. Das ist auch ein Riesenvorteil. Das heißt, im Prinzip kann man fast jeden Patienten, der zur Tür reinkommt, mit diesen Implantaten behandeln. Natürlich gibt es dann auch einige medizinische Einschränkungen, zum Beispiel bei IV-Bifosphonat-Patienten, bei einigen Patienten mit funktionellen Behinderungen wird es auch nicht empfohlen, dieses Verfahren. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass alle Patienten damit behandelbar sind. Und da es auch auf die Knochenmenge nicht ankommt, ist das, ja, dieses Intent-to-Treat-Principle vollständig anwendbar und wir können diese Patienten eben auch mit wenig Knochen versorgen. Die kortikobasale Implantologie ersetzt mehr und mehr auch weite Teile der Zahnmedizin auf Zähnen. In Deutschland haben wir ein Sozialversicherungssystem, in dem Zahnmedizin sehr preiswert erbracht wird. Die Behandler arbeiten also zu Tarifen, die also schon noch kostendeckend sind, aber die also kein, ja, wo man also nicht mehr reich werden kann sozusagen. Die Frage ist, wie lange es noch Zahnärzte gibt, die bereit sind, solche Leistungen zu erbringen. Nicht? Die müssen ja auch ausgebildet werden, die müssen sich für diesen Berufsweg entscheiden. Und da sieht man ja schon in manchen Ländern, dass es überhaupt nicht mehr möglich ist, Zahnärzte zu finden, die zu diesen Tarifen arbeiten. Andererseits gibt es Länder so wie die Schweiz, dort wird eben alles privat bezahlt und dort sieht man dann mal, wenn man sich den Zahnarzttarif anschaut, dann sieht man mal, was das wirklich kostet oder was ja, unter gewissen Bedingungen realistischerweise verlangt werden muss. Das Problem ist, dass wir in der Zahnmedizin, also in der konventionellen Zahnmedizin, wenn wir also auf Zähnen behandeln, dass wir sehr viel Zeit verbringen mit den Zähnen, ja, mit der Behandlung von Rüsselkanalbehandlung, Paulontalbehandlung und so weiter. Immer wieder wird behandelt, wird repariert, die Reparatur wird repariert und dann wird eben die Reparatur der Reparatur nochmal gemacht und das geht so lebenslang und die Patienten gehen eben so langsam downhill, also die Kauqualität wird immer schlechter, die Zähne gehen mehr und mehr verloren. Die Frage ist ja, wie lange will man das betreiben, nicht? Wann geht man dahin, dass die Patienten dann mal von ihren Zähnen befreit werden? Wann stellt man sozusagen um auf Implantate? Und diese Frage wird natürlich von unterschiedlichen Praktikern ganz unterschiedlich beantwortet. Die Patientenwünsche werden im Prinzip in den sozialen Krankenversicherungen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Viele Patienten wollen diese Zähne gar nicht mehr reparieren lassen. Sie sehen nur keine andere Möglichkeit. In einigen Ländern ist es auch so, dass die Leistung der sozialen Krankenversicherung sich auf die Behandlung der Zähne beschränken und die Implantate gar nicht mit einschließen. Das heißt, das, was eigentlich wirklich helfen würde, nämlich kortikobasale Implantate, wird gar nicht bezahlt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Die Patienten zahlen ja lebenslang in ihre Krankenversicherung ein. Und wenn es dann ja wirklich mal zu dem Schadensfall kommt, ja, ist der Totalschaden im Prinzip. Alle Zähne müssen raus, alle müssen ersetzt werden durch Implantate, damit sie wieder kauen können. Ja, und wenn dieser Totalschaden dann eintritt, dann sagt die Krankenkasse, nee, zahlen wir nicht. Ne? So ist das in Deutschland.
Da müsste man vielleicht auch auf dem politischen Weg mal was ändern, aber Sie wissen ja selbst, dass mit den Politikern ja so nicht erst keinen Blumentopf zu gewinnen. Nun, unabhängig von den Kosten, unabhängig von dem, was die Patienten dann ja, von den Krankenkassen erstattet bekommen, wird es ja dahin gehen, dass die Patienten das zunehmend selber bezahlen müssen. Das heißt, wir können das mit den Patienten im Prinzip frei vereinbaren, was das kostet. Der Zahnerhalt wird durch die kortikobasale Implantologie zur Option. Es ist also gar nicht mehr nötig, da jahrelang an den Zähnen weiter zu behandeln, weil es sowieso früher oder später zu nichts führt oder auch ja, lockere Zähne werden dann nochmal geschient und so weiter. Und das sind ja alles Tätigkeiten, die Geld kosten und die Zeit verschlingen. Ich kann Ihnen sagen, in unserer Klinik verbrauchen wir für eine Oberkiefer- und Unterkiefer-Totalimplantation etwa 4 Stunden. Das ist also jetzt nicht die Operation an sich alleine, sondern das schließt die Operation ein, die ganzen Einproben und so weiter, bis die festen Zähne wieder im Mund sind, also verteilt über 2 bis 3 Tage, verbrauchen wir diese 4 Stunden. Wenn Sie sich vorstellen, ich würde jetzt 4 Stunden lang Wurzelbehandlung machen, dann ja, wäre das Ergebnis doch ziemlich jämmerlich. Also nicht, dass die Wurzelbehandlung so schlecht ist, sondern ja, von dem Resultat. Wie lange hält das und was kann man damit anfangen? Was kann der Patient mit diesen 4 Stunden meines Lebens, die ich da einsetze, anfangen wirklich? Und wenn Sie sich das mal so überlegen, dann sollten Sie sich doch vielleicht damit befassen, mit der kortikobasalen Implantologie, denn da können wir den Patienten wirklich helfen. Ne? Denn wir können in wenigen Stunden Arbeitszeit für sehr viele Jahre Kaufähigkeit wiederherstellen. Später werden natürlich dann die Brücken mal ausgewechselt, das ist klar. Ich meine, die Brücken, das sind wie die Reifen des Autos, die kommen mit der Umwelt in Kontakt und die nutzen sich ab oder bricht auch mal was ab oder da muss auch was korrigiert werden. Das heißt, die Brücken werden ersetzt, die Implantate bleiben drin. Zahnerhalt ist also heute im Prinzip nicht mehr notwendig, um bis zum Ende des Lebens mit festen Zähnen zu essen und ein normales Leben im sozialen Umfeld zu genießen. Das ist eben der Vorteil der kortikobasalen Implantologie. Wir können das sehr schnell realisieren innerhalb von wenigen Tagen. Deswegen entscheiden sich auch sehr viele Patienten dafür, weil sie die Aussicht sehen, dass sie jetzt vielleicht mal 2, 3 Tage eben ohne Zähne sind oder in Behandlung und anschließend haben sie dann eben feste Zähne über viele Jahre hinweg. Aus all dem ersehen Sie, dass wir etwas machen, was man an der Universität, an der herkömmlichen Universität, also bis zum Ende des Studiums der Zahnmedizin gar nicht lernen kann. Und insofern ist es notwendig, weitere Ausbildungen vorzunehmen, eben die Kurse, das Curriculum oder eben das Diplom oder die Masterclass. Alles das steht zur Verfügung, steht auch in Deutschland zur Verfügung und Sie können sich anmelden. Die International Implant Foundation arbeitet in Deutschland zusammen mit der Firma Dr. Idental GmbH mit Sitz in Eching, Deutschland. Sie können Herrn Fischer kontaktieren, er ist dort zuständig für die Kursorganisation und er wird Sie in dieses ganze Kurswesen dann einfädeln und dort werden Sie dann strukturiert ausgebildet von mir und von den anderen Kollegen, von den Teachern der International Implant Foundation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.